Heute geht es um satanische Botschaften hinter bekannten Songs. Schaut euch das Video wie immer bis zum Schluss an. Vor einiger Zeit haben wir mal über satanische Botschaften in bekannten Logos gesprochen. Das Video kam richtig gut an und ich muss auch selber sagen, ich finde persönlich das Thema auch richtig interessant, also richtig spannend. Man kann so viel darüber spekulieren, ob in Logos oder sonst irgendwas wirklich irgendwelche Botschaften versteckt sind. Ganz oft sind diese auch in Serien zu finden, dazu können wir auch nochmal ein eigenes Video machen. Heute schauen wir uns bzw. hören uns ja ein paar Songs an, in denen eventuell satanische Botschaften versteckt sind. Freunde, eine kurze und wichtige Herzensangelegenheit, denn vielleicht habt ihr es erkannt, ich trage gerade mein Merch. Am 20. März, also in ein paar Tagen, kommt meine erste Merch-Kollektion raus. Die Designs sind absolut Hammer geworden. Die Sachen sind Bio und Fairtrade und wie gesagt, am 20. März ist der Shop dann online, deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, damit ihr die Benachrichtigung nicht verpasst, sobald der Shop online ist. Okay, Freunde, ziehen wir uns jetzt die Songs rein, die eventuell satanische Botschaften beinhalten. Wir fangen direkt an mit Beyoncé und das Lied Single Ladies, welches angeblich für Satan gemacht wurde. Hören wir mal kurz rein. Okay, das ist jetzt der Song selber, aber damit diese Botschaft, also diese satanische Botschaft, nicht offensichtlich zu erkennen ist, werden solche Botschaften in Songs meistens nur erkennbar, wenn man diese rückwärts abspielt. Deswegen ist nochmal die Rückwärtsversion. Soll man die Worte hören, sag ich liebe dich, Satan. Du bist der Beste. Niemand weiß, wo er ist. Hast du Angst? Nun hat er es geschafft. Er möchte befallen. Lebe in Angst, die Welt wird sich Lucifer beugen. Die Welt wird keinen Spaß haben. Die Welt wird sich mir beugen. Die Tränen der Leute werden fließen. Man könnte jetzt wirklich vermuten, in dem Song ist eine satanische Botschaft enthalten. Aber Freunde, man muss auch dazu sagen, dass wenn wir jetzt nicht diesen Text lesen würden, wären wir gar nicht drauf gekommen. Das heißt, man könnte theoretisch auch andere Wörter einfach hinklatschen, die so ähnlich klingen wie das, was sie sagt. Und dann würde alles auch eine Bedeutung ergeben. Wisst ihr, was ich meine? Egal, weiter geht es mit Billie Eilish. Offenbar glauben einige Fans, dass Billie zu den Illuminaten gehört. Eine Organisation, die sich aus mächtigen Eliten zusammensetzt, die heimlich die Welt kontrollieren. Ihr Ziel ist es angeblich, eine neue Weltordnung zu schaffen. In dem Musikvideo Bury a Friend soll man ebenfalls versteckte Botschaften hören. Übersetzt steht da, wann wird es mir helfen? Niemand wird mir helfen. Niemand soll an mir zweifeln. Was wirst du tun? Ist das nicht das Ende der Welt? Das Ende der Welt und ich fürchte mich davor. Einer ist der Nächste. Einer ist der Nächste. Checkt ihr irgendwas? Ich irgendwie nicht. Weiter geht es mit Katy Perry. Ja, auch Katy Perry scheint einen Draht zu Satan zu haben, beziehungsweise behaupten das einige ihrer Fans. Und zwar hört man in dem Song Dark Horse: Jeder wird singen, heile Lucifer, diene Lucifer, alle werden für dich kriechen. Sag die Worte deutlich, von Anfang an, Satan, ein Auge. Auch bei Katy Perry denken sehr viele, sie sei ein Teil der Illuminati. Weiter geht es mit Ariana Grande. In dem Lied God is a Woman soll es anscheinend nur so wimmeln von Anbetungen des Teufels. Anscheinend hört man sowas wie: Komm schon, Lucifer, töte den Jungen. Jetzt synchronisiere die Lippen, jetzt bist du einer der Lucifer. Töte sie alle, Lucifer. Es ist das satanischste Ding, das ich kenne. Falsche Liebe, falsche Lügner würde widerstehen. Die Hölle ist nur ein Ort von hier. Das geht schon ab. Was denkt ihr, könnte da wirklich was dran sein? Gibt es Leute, die wirklich bewusst satanische Symbole oder ja, Botschaften in Songs oder Logos verwenden?
Was denkt ihr? Weiter geht es mit dem Song Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Diese alte britische Rockband aus 1968 hat wohl ebenfalls satanische Botschaften in ihren Songs. Es gibt kein Entkommen. Hier ist also mein süßer Satan, derjenige, dessen kleiner Weg mich traurig machen würde, dessen Macht Satan ist. Er gibt mir die 666. Also offensichtlicher geht's meiner Meinung nach gar nicht. Könnte auch einfach Absicht gewesen sein. Ja, weil das Lied ja über die Treppe zum Himmel handelt. Und rückwärts zeigt einfach den Weg nach unten. Ihr wisst Bescheid. Weiter geht es mit The Eagles. The Eagles sind eine US-amerikanische Country-Rock-Band, gegründet 1971. Und in dem Lied Hotel California hören die Leute ebenfalls satanische Botschaften. Satan, er hört das. Er hat mich dazu gebracht, an ihn zu glauben. Freunde, schreibt mir mal jetzt in die Kommentare. Glaubt ihr, es gibt sowas wie Himmel, Hölle, Engel, Teufel? Wenn es sowas gibt, ich komme wahrscheinlich eh nach unten. Eine wirklich hörbare versteckte Nachricht kann man in dem Lied Avoid the Light hören von der Band Pantera, eine Metalband aus den USA. Satans Zorn ist die einzige Wahl, denn seine Armee ist unsterblich. Gut, hier wird es zu der Band passen, da steckt jetzt also keine Verschwörungstheorie dahinter. Aber es ist trotzdem eine versteckte Botschaft. Satan's wrath is the only choice. Und zum Schluss kommen wir zu Pink Floyd, Empty Space. Hier heißt es Glückwunsch, du hast soeben die geheime Botschaft entdeckt. Bitte schicke deine Antwort an Old Pink, zu Händen der Funny Farm. Kurze Erklärung, sonst checkt ihr gar nicht durch. Es wurde vor 1980 sehr, sehr intensiv nach versteckten Botschaften gesucht, also in Songs, ja, um irgendwie so Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sie sagen können, ja, guck mal, ich habe hier versteckte Botschaften entdeckt. Und weil damals waren die Leute auch viel sensibler, was dieses ganze Thema angeht mit satanischen Botschaften und waren auch viel gläubiger als jetzt. Ja, und Pink Floyd hat mit Absicht so eine versteckte Botschaft in seinen Song gepackt. Freunde, das waren sie, versteckte Botschaften in Songs. Manche waren jetzt nicht satanisch, aber trotzdem versteckt. Falls ihr einen zweiten Teil wollt, dann einmal den Like-Button eine slappen, aber mit Kio-Merch eine slappen. Apropos Kio-Merch, nicht vergessen, Freunde, am 20. kommt meine erste Merch-Kollektion Moonlight Anxiety raus. Deswegen, Leute, nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Freunde, das war's für heute. Passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine satanischen Nachtfüchse. Das war komisch.